9,9 war die Wertung für Ekaterina Szabo. Nun liegt sie auf Platz 4. Nächste ist Hanna Richner, Vornote 9,850. Beginnt ebenfalls mit einem Sugihara und hat die Mühe, ihre doch etwas langen Beine unter Kontrolle zu bekommen. Und wieder der Hanna Richner Spezialhandstand, den wir bereits am Schwebebalken gesehen haben. Jetzt die Temposalti, Doppelschraube. Also als Abschluss der Übung von Hanna Richner aus der Tschechoslowakei. Die erste Bahn, viel Tempo. Und schauen Sie, hier hat sie Schwierigkeiten. Sie muss auch die Beine etwas auseinandernehmen, um die Rotation zu beschleunigen bei diesem schwierigen Sprung. Schön aussehen tut das natürlich nicht. Die Wertung 9,850 bis der Platz 3 hinter Shuzhunova Silivas zusammen mit Maxi Knauf.